Snow Cup. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal und Horizon Forbidden West 2. Ja, das ist der zweite Part. Wir sind immer noch im Tutorial. Ich werde mit meinem Speer ausschalten. Oh. Oh. Er darf mich nicht sehen. Ja. Erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Wie gesagt, wir sind hier im Tutorial drin. Und versteckt bleiben. Und da habe ich schon die Aufmerksamkeit von diesem kleinen Wesen auf mich gezogen. Ich versuche mal, den Stein da hinten hinzuwerfen. Das war's. Ich kann doch nicht einen Stein werfen. Ihnen eine Frage. Zack. Okay, den habe ich erledigt. Ich muss nur den richtigen Moment haben. Wahl hat seinen auch erledigt. Das ist doch schon mal geil. Läuft. Okay, den Stein kann ich wieder aufsammeln. Top. Ein paar Hölzer mitnehmen, natürlich. Meiner ist auch erledigt. Hast du gut gemacht, Karl. Da vorne sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Natürlich sind da noch mehr Maschinen. Zack. Nice. Oh, weg. Ich glaube, der ist darauf aufmerksam geworden. Auf den Kill. Das können wir aber ausnutzen. Sehr, sehr geil. So, weiter geht's. Wohin? Okay, hier gibt's Heilung. Da unten ist noch mehr. Okay. So geil, ich liebe dieses Spiel, ey. Jetzt schon. Und wir sind gerade mal im Tutorial. Komm, beeil dich. Falle erledigt. Okay, mal sehen, was wie groß wollte, der Skilltree auch du ist. Du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Ein Fuchs. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat. Gesalbte. Geil. Ich liebe die Interaktion der beiden. Finde ich richtig gut, dass sie die schon so schnell und früh zusammen die Äußerer müssen Sprengstoff so integriert haben. Eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Hier war wohl eine Barrikade. Oh. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Okay. Das ist für später. Oh, ein Heiltrank. Sehr, sehr geil. Der Ram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Vorsicht, da sind Fallen. Vielleicht kann ich sie entschärfen. So. Der geht da einfach durch. Ein paar Sachen für später erbeutet. Vorsicht, da sind Fallen. Also der läuft da einfach durch. Und mehr Sachen bekommen. Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Okay. Das ist nützlich. Halte zur Herstellung Springfalle. Okay, einfach gedrückt halten. Nicht die richtigen Sachen. Ah, für wir haben keine Springpaste. Dann Maschinenteile abgeschossen. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. So, ich glaube, jetzt haben wir genug Rohstoffpaste. Das ist ja in einem Tutorial immer. Ja, jetzt haben wir genug. Guck mal. So. Zack. Sprengfalle fertig. Zack. Und wenn irgendwas zack. Auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Drei Springfallen können wir basteln, das ist ja cool. Hier drüben, Aloy. Ich glaube, hier geht's hoch. Das sind Maschinen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Ach, das ist ja eine andere Art. Den kenne ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir eine deiner Fallen mit seinen Weg. Oh, ich erledige ihn so. Schneller. Der andere hat nichts gemerkt. Das ist gut. Okay, so, der kommt jetzt hier gleich ran. Und wenn der gleich hier ist, dann erledigen wir ihn.
Da müssen wir nur ein bisschen Geduld haben. Ganz easy peasy. Zack. Alles sicher. Geil. Gut, gehen wir weiter. Hey. Da muss ich hoch. Ah, hier. Oh, warte, hier ist noch eine Kiste. Die snacken wir mal eben. Wow. Die Maschine von vorhin ist wohl unterwegs. Ich komme sie nicht zu uns. Wir müssen nicht gegen die Viecher kämpfen. Jetzt schon. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja. Sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Hm. Ein neuer Datenpunkt. Okay. Zero Dawn ist auch. Ja, ich werde jetzt nicht. Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Ich werde jetzt nicht die ganzen Datenpakete vorlesen, außer ihr wünscht es ausdrücklich. Dann kann ich die im Nachhinein immer noch vorlesen, wenn ihr da Bock drauf habt. Schreibt es in die Kommentare. Leiter. Ach, da sind wir gewesen. Da haben wir gerade die Wühler fertig gemacht. Okay, 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 okay. Das ist wahrscheinlich der falsche Weg. Ne? Ach, klar. Alles okay? Ja. Da gehen wir eher nicht lang. Bla. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Na dann. Anzu. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von 9 Unterfunktionen. Ist Gaia der Kern des Systems in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln, was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Farzenith hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann.
Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt... Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Sieh mal hier. Aloy, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Okay, was ist das denn jetzt schon wieder? Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Wohin? Ja, Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwende sie bei Gegnern, um sie in den Brüchigzustand zu versetzen. Gegner im Brüchigzustand sind anfällig für Stoßschaden. Ah. Okay, ja, jetzt geht auch die Tür auf. Alles klar. Weiter geht's. Da ist brüchig. Alles klar. Das war eigentlich nicht so geplant, aber okay. Coole Sache. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Irgendwie gibt's hier wenig Daten. Boah, da hinten. Richtung unterwegs wie wir. Boah, ist das geil aus. Die neue Waffe ausprobieren. Ich könnte mich aber auch leise anschleichen. Einfach einen stillen Kill machen. Ich glaube, wir werden noch genug Gelegenheiten haben, unsere ganzen Waffenfertigkeiten zu benutzen. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Hier kommen wir vielleicht rüber. Also, das Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war, dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Ferrer sie alle gelöscht. Nein. Ist da irgendwas hinter dem Wasser? Er war schön. Nee. Schade. Ich hätte gedacht, da gibt es vielleicht ein Versteck hinter dem Wasserfall. Klettern hatten die auf jeden Fall verbessert. Finde ich sehr gut. Also es läuft sehr griffig, sehr geschmeidig. Sehr, sehr cool. Okay, da ist noch ein Datenpaket. Stöberer Tagebuch. Das sieht aus wie so ein Raumschiff-Wrack. Ein bisschen. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Okay. Einzig. Ist zwei. Und da ist drei. Okay. Schauen wir mal. Verdammt, der guckt genau hier hin, ey, der Tricksack. Aber eigentlich könnte ich einstellen. Ja, Mann, jetzt ist meine Gelegenheit gekommen. Okay. Da hinten ist noch einer. Oh, der hat mich gesehen. Val, geh aus dem Weg.
Shit. Oh. Ach, verdammt! Immer schön aufs Auge. Oh, was ist das denn für eine Maschine, ey? Boah, gut. Schön, okay, dass der Wal mithilft. Wie kommen wir jetzt hier raus? Wo hab ich denn den erledigt? Da, in der Ecke. Mega geil, ey. Das macht so Bock hier, die Kämpfe auch. Auch wenn ich jetzt im da hinten ist eine Leiter. Insgesamt schleiche. Ich denke, wir werden noch später richtig viele Kämpfe haben in dem Spiel. Und zwar gegen richtig fette Bosse. Mächtige Gegner. Das war im ersten Teil definitiv so. Und das wird im zweiten Teil genauso. Ich guck noch, was es hier gibt. Warte mal, ich hole mir ein paar Hölzer noch. Da ist noch eine Kiste. Was oben? Ja, durch den Greifhaken muss man jetzt immer nach oben gucken. Weil man hier ein bisschen Vertikalität ins Spiel gebracht hat. Schon gewöhnungsbedürftig, dass man jetzt immer hochgucken muss. Ich weiß nicht, im ersten Teil war das nicht so der Fall. Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Ich auch direkt hochklettern können. Alter, sieht das geil aus. Das sieht so Hammer aus, ne? Guckt euch das an. Da sind ja auch die Schlangen. Geil. Alter, drei Stück. Drei von den Dingen? Hammer. Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es... Okay. Oh! Das sieht cool aus. Weil das konnte sie auch schon im vorigen Teil. Aber wir hatten nicht den Greifhaken. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Okay. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Okay. Boah, schnell, beeil dich, bevor er fertig ist. Sehr geil. Sind hier noch mehr? Da. Oh, der Mistkerl. Da. Oh, warte, das ist ein anderer. Oh. Schnell weg. Schon. Oh, der ist alarmiert. Ich glaube, der hat die Leiche hier gesehen. Kommt mir nur zugute, dass er das untersuchen möchte. Zack, voll in die Falle geraten. Ich finde schade, dass sie bei dem stillen Kill, dass die Animation dann verharrt. Wisst ihr, was ich meine? Kurz bevor der Schlag kommt, dann bleibt die Animation stehen von dem Vieh. Das finde ich ein bisschen schade. Es nimmt so die Geschmeidigkeit heraus aus dem ganzen Fluss des Spiels. Würde einfach
realistischer wirken, wenn das mitten in der Bewegung heraus dieser Kill dann kommen würde. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinzu muss. Da! Ah! Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Na dann. Auf geht's! Und weiter? Ah, da! Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt aus springe. Was? Ich bin nicht hoch genug. Warte mal, was? Ich versuch's nochmal. Oh, tschüss. Okay. Also, was muss ich machen? Geschafft! So, ich muss Kreis drücken. Am Punkt. Am Greifpunkt quasi. Wenn die mit dem Haken sich fast einhakt, dann muss man nochmal Kreis drücken oder kurz vorher. Und dann gibt die nochmal so einen kleinen Schubser nach oben. Dann nutzt sie quasi den Sprung. Also drei riesige Maschinen außerhalb getötet und überall Säure vergossen. Na toll. Das klingt ja gut. Ah, die Kiste da. So, die ist nämlich noch schnell. Die Kiste nehme ich nur mit. Auch die Animationen beim Klettern sehen super aus. Ey. Also bis jetzt kann man echt nichts gegen so ein Spiel sagen. Der Sturm wird stärker. Sehr poliert das Ganze. Kaum geschafft. Bugs. Junge, Junge, Junge. Was die sich traut. Ein Turm weniger. Auf zum nächsten. Also ich würde es nicht machen. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber voll geil. Oh, verdammt. Tja, hier geht's wohl nur nach oben. Der Ort fällt fast auseinander. Ja, der Ort fällt aus auseinander und die klettert da so ganz beherzt. Riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Natürlich sind hier nochmal Gegner. Super. Okay, da ist auch noch einer. Erledigt. Ich glaube, es gibt sogar mehr Erfahrungspunkte für Tarnkills, kann das sein? Zumindest wirkt das. Oh. Okay. Kleiner Mistzwerg, ey. Jetzt muss ich warten, bis er da fertig ist mit seinem Scan-Vorgang. Aber bis jetzt ist es ja easy. Easy peasy. Ist hier noch irgendwo einer? Da. Okay. Das sollte mal sein Laufwerk. Scheiß drauf. Okay. Hier ungestört. Ah, das ist gut, dass sie das sagt. Da ist auch der Fingerbogen. Die Steuerkonsole könnte da drin sein. Nice. Okay. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Hm. Alles fällt auf. Das ist geil. Klar, die sind in Alarmbereitschaft. War so klar, ne? Muss ich jetzt gegen die drei Dinger kämpfen, ey? Das Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Praktisch, dass da ein Aufzug runterkommt. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Ein Scan mit meinem Fokus könnte helfen. Okay.
auf nach oben. Leute, oh, ich bin so gespannt. Das wird schon richtig geil aussehen. Wenn der Shuttle auf die runterfällt. Da muss ich rüber. Der Rost auch aussieht da an der Seite. Hammer, ey. Was? Schon nicht so, ne? Kiste. Fast geschafft. Haben wir noch Zeit? Wir da haben noch ist die Zeit. Andere Verbindung. Okay, dann auf geht's, Leute. Und das Shuttle wird immer gleich. Zwei sind weg. Drei, haben wir alle erwischt. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Voll Indiana Jones Style, ey. Richtig geil. Ah. Ich kann wohl nicht abhauen, oder? Das wohl auf die harte Tour. Okay, jetzt können wir diese Korruptionspunkte. Ich muss das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Ich sollte nach Schwachstellen scannen. Okay, wo ist der Schwachpunkt? Da. Shit, treff die scheiß Dinger. Und schon. Ja, man, richtig gut. Oh, die liegt sich richtig geil. Okay. Oh, ja, echt. Oh. Okay, jetzt. Oh. Oh, ist das geil. Ist die Deckung da. Jetzt bist du unten. Okay. Da, diese drehenden Teile. Das ist ein Schwachstück. Okay. Da, der Säurebeutel ist geil. Warte. Oh! Okay, keine Munition. Ey, das ist so quasi, ne? Oh, okay. Boah, dass die Steine hier liegen bleiben. Das habe ich vor kurzem noch bemängelt. Geil. Was ist der Beutel? Ja. Ich glaube, ich habe ihn. Oder? Ja. Verdammt, ey.
glaube, da ist jemand sauer, ey. Oh, der Säurebeutel, wie ist er? Zeig ihn mir. Ich muss das Ding schnell erledigen. Da. Eine Falle vielleicht. Eine Vollposition. Vielleicht findet mein Fokus etwas, Steine, was ich hier brauchen kann. Okay, komm, zeig dich nochmal. Oh. Oh. Shit. Komm schon. Oh, verdammt. Okay, der hab ich doch gut gemacht. Zoom. Oh. Was ist das? Oh, oh. Oh, geil, Alter. Seine Waffe. Ja, die Waffe ist nicht so gut. Bam. Okay, ich habe den Giftbeutel nicht so gut getroffen. Leider. Sie ist tot. Endlich. Der erste Boss. Verdammt, war das ein Kampf. Oh, ich merke schon, es ist das leider. Das sollte geradeaus sein. Weil muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen. Okay, das ist die Waffe von denen wir aufheben konnten. Und da geht's weiter hoch. So, ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann weiter zum Rechenzentrum und dann sehen wir uns an, was da ist, ob Gaia da ist. Ich befürchte nicht, weil dann wäre das Spiel ja eigentlich schon vorbei. Würde wenig Sinn ergeben. Naja, auf jeden Fall sehen wir das dann im nächsten Part. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wenn ihr es wünscht, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.